Wie ihr wisst, wir haben schon lange ins Auge gefasst, einen Gastank in unser Wohnmobil einbauen zu lassen. Das ist mittlerweile erfolgt und wir wollen euch jetzt zeigen, wie wir damit zurechtkommen und wie das Ganze funktioniert. Also ein Gastank im Wohnmobil ist eine sinnvolle Sache. Und wir wollen euch mal zeigen, wie das bei uns aussieht. Zunächst wird natürlich ein Tank unten angebracht am Wohnmobil. Man kann entscheiden, wo der angebracht wird. Und als weiteres Zubehör bekommt man dann diese vier Ventile mit. Da zeige ich sie. Die sind für die verschiedenen Länder. Man bekommt auch eine Liste mit, welches Land welche Ventile nutzt. Und dann bekommt man noch eine Gastankanzeige mitgeliefert. Gastankanzeige, das heißt, man kann ganz genau feststellen, wie viel Gas ich noch im Tank habe. Da drücke ich einfach dieses Knöpfchen und jetzt sieht man alles grün. Der Tank ist voll. Wir können mal einblenden, wie es ausschaut, wenn er halb voll ist. Und dann haben wir darüber hinaus noch eine kleine Tankheizung. Das heißt, wenn es unter eine gewisse Temperatur geht, ich glaube, das ist 8 Grad, dann wird kein Gas mehr entnommen, weil das Gas dann ja irgendwie nicht mehr entnehmbar ist. Ich habe das jetzt auch nicht genau im Kopf, wie es ist. Es empfiehlt sich auf jeden Fall ab 8 Grad Außentemperatur diese Gasheizung einzubauen. Die kostet nochmal extra 150 Euro, aber gerade für den Winter ist ja das Gas wichtig, also insoweit kann man den Gastank eigentlich gar nicht ohne diese separaten Heizung betreiben. Und jetzt zeigen wir euch erstmal, wie so ein Tankvorgang abläuft. Denn das Ganze ist nicht so einfach. Mit dem Einbau vom Tank ist uns das gezeigt worden. Als wir dann bei der ersten Betankung vor der Tankstelle standen, haben wir zwar noch diese Kartusche da drauf schrauben können, aber wir wussten nicht mehr, dass man da gleichzeitig eine Taste drücken kann. Da hat uns dann der freundliche Tankwart geholfen und er hat sich auch entschuldigt bei uns, dass die Tankstelle öfters Probleme macht, obwohl es dann funktioniert hat. Also der hat es nicht auf unsere Unwissenheit zurückgeführt, sondern auf den Tankautomat, der nicht so hundertprozentig wohl immer funktioniert hat. Mittlerweile wissen wir das, aber ich bin jetzt dann bei diesem Tankvorgang etwas zu weit weggefahren. Das heißt, ich habe lange Arme gebraucht. Ja, und dann am Schluss hat mir auch noch die Ursi geholfen, indem sie die eine Taste gedrückt hat. Es ist halt wie alles, man muss das erstmal können. Und wir können es noch nicht, aber wir werden immer besser. Und umso öfters der Tank leer ist, umso besser werden wir den künftig bedanken. So, als erstes muss man dieses Teil hier aufschrauben. Hier ist das da. Ich muss da drauf drehen. So. Zapfsäule. Fest verbunden miteinander. Dann drückt man auf den grünen Knopf und Zapfsäule. Das ist nicht so einfach. Du musst dann mehr ranfahren. So, der Tankvorgang geht weiter. Also das ist alles nicht so einfach. Man drückt das da rein. So, und dann thank you.
Also entweder man fährt nahe hin oder man braucht lange Arme. Ich bevorzuge die Version mit den langen Armen. So, und wie man sehen kann, ist der Gastank wieder voll. Das Ganze ist jetzt ungefähr so wie 2 11-Kilo-Flaschen. Also erstens mal etwas günstiger und vor allen Dingen ist es halt, wenn man es einmal drauf hat, problemlos zum Nachtanken. Ich habe jetzt schon wieder was dazugelernt. Ich muss etwas näher an die Zapfsäule ranfahren. Oder die Ursi unterstützt mich. Jeder einer drückt einen Knopf und der andere tankt. Also ganz so einfach wie Benzin oder Diesel tanken ist es natürlich nicht. Wir haben gesagt, wir wollen uns nicht alleine auf unsere Gasflaschen verlassen, die zwar recht und schön sind. Wir haben ja auch diese Duo-Kontrolle, wo die Gasflaschen dann auch automatisch umschalten. Das ist alles wunderbar. Aber man braucht ungefähr eine Gasflasche, eine 11 Kilo Gasflasche in circa 2 Tagen, wenn man im Winter unterwegs ist. Die nächste Problematik ist, wenn man im Ausland unterwegs ist, dann gibt es mitunter ganz andere Gasflaschen. Und diese Gasflaschen gibt es einmal die Möglichkeit, eine Tankvorrichtung hinzumachen, also eine fest verbaute Gasflasche. Wir haben uns für die etwas aufwendigere Lösung entschieden, weil wir die einfach für die deutlich bessere halten, nämlich für den Einbau eines kompletten Gastanks über 50 Liter. Das ist der Adapter für Deutschland und das sind die Adapter für andere europäische Länder. Man bekommt mit dem Einbau eines Gastanks eine Liste dazu, für welches Land welcher Adapter ist, weil unterschiedliche Gesetze sind. Und da sind wir schon beim wesentlichen Vorteil eines Gastanks. Im Gegensatz zu den Gasflaschen hat man die Möglichkeit, sein Autogas nachzufüllen in jedem Land. Eine 11 Kilo Gasflasche reicht ungefähr im Winter für 2 Tage, im Sommer natürlich bei Weitem länger. Aber ein Gastank, der lässt sich leichter nachfüllen. Eine Gasflasche in Norwegen oder in Schweden, das wird schon problematisch. Deswegen gibt es Gastankflaschen und es gibt Gastanks. Und wir haben uns für die Variante Gastank entschieden. So, wir haben hier die Duo-Kontrolle. Da seht ihr, das ist jetzt umgeschaltet auf den zweiten. Das hat aber der vom TÜV gemacht, auch mit Heizung übrigens. Aber die ist für uns jetzt überflüssig, weil wir unser Gas aus dem Tank beziehen. So, hier sind unsere Gasflaschen untergebracht. Und da oben gibt es einen Schalter. Und diesen Schalter lege ich um. Je nachdem, ob ich über den Gastank oder über die Gasflaschen das Gas beziehen möchte. Ebenso wie diesen Schalter, da kann ich zwischen den einzelnen Flaschen hin und her schalten. Wir haben auf diese Art und Weise praktisch immer diese 2 vollen 11 Kilo Gasflaschen dabei. Und darüber hinaus haben wir einen Gastank mit 50 Litern dabei. 50 Liter entspricht in etwa 20 Kilo Gasflasche. Also de facto haben wir 4 11 Kilo Flaschen Gas dabei. Und da kommen wir gut über die Runden. Jetzt zu den Preisen des Ganzen. Für diesen 50 Liter Gastank inklusive TÜV-Abnahme muss man ungefähr 2000 Euro rechnen und darüber hinaus dann noch 150 Euro haben wir für diese Heizung bezahlt, also knapp über 2000 Euro. Am Amortisieren wird sich das Ganze nicht, denn auch wenn das Gas etwas günstiger ist, man verbraucht einfach zu wenig Gas. Das Ganze ist einfach eine logistische
ein logistischer Vorteil, weil man im Ausland leicht tanken kann. Zweitens ist es ein Mengenvorteil, weil man hat die Möglichkeit, viel mehr Tage freizustehen. Es ist auch ein Vorteil, an eine Gasfüllung heranzukommen, denn Autogas bekommt man weit leichter und befüllt es auch weit leichter, als dass man die 11 Kilo Gasflaschen austankt. Und ja, für uns der große Vorteil ist einfach, es ist wesentlich bequemer und wir sind dann im Ausland auch gut gerüstet. Deswegen war uns der ganze Spaß das wert. So, wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir beantworten die Fragen, soweit wir das können. Aber ansonsten geht einfach zu eurem Wohnmobilspezialisten. Mittlerweile, wir haben mit der Firma Hümer gesprochen, die wollen das jetzt auch bei Neufahrzeugen anbieten, weil mittlerweile die gesetzliche Regelung wohl eindeutig ist. Mit der Gasprüfung, das wird bei der Gasprüfung, wenn die Gasflaschen geprüft werden, einfach mitgeprüft. Alle 2 Jahre muss das geprüft werden. Und genauso nach der ersten Gasprüfung, man bekommt eine Bescheinigung mit dem Einbau vom TÜV. Und mit der ersten Gasprüfung wird es dann einfach in dem gelben Gasprüfheft mit eingetragen und dann hat man damit überhaupt keinen Aufwand, also gar nichts damit zu tun. Wir sind jetzt schon etliche Nächte mit diesem Gas oder durch dieses Gas versorgt und gewärmt worden und es war alles einwandfrei. Wir freuen uns, dass wir das gemacht haben. Und jetzt wünschen wir euch eine gute Entscheidung diesbezüglich. Wie gesagt, bei Fragen wendet ihr euch an uns. Und ansonsten viel Spaß und immer ein schönes, warmes Wohnmobil.